Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. In der letzten Folge haben wir Zeug gemacht und in dieser Folge machen wir auch Zeug. Nämlich wir machen wieder eine Challenge. Ich muss mal kurz gucken, ob die Mods aktiviert sind. Ja, sind sie. Die mache ich nochmal kurz aus, denn ich hatte nochmal eine Custom Challenge ausprobiert. Aber heute machen wir keine Custom Challenge, sondern eine ganz normale Challenge. Und zwar Nummer 33, Pokémans. Der schlaue Zuschauer weiß wahrscheinlich schon, worum es hier geht. Pokémans klingt fast wie Pokémon, oder? Vielleicht hat das ja was mit Pokémon zu tun. Man weiß es nicht so genau. Ja, doch hat es. Also wir haben von Anfang an diesen komischen Pokéball hier oben, mit dem man coole Monster einfangen kann und dann später wieder freilassen kann. Die haben dann diesen Charme-Effekt, dass sie andere Monster angreifen. Und dazu haben wir noch die... Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Mom's Eyeshadow heißt das, glaube ich. Das auch Charming-Tiers macht ab und zu mal. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall unsere Lackrate ein bisschen höher machen. Oh, hier kommen wir doch schon mal. Wir haben auf jeden Fall eine Bombe. Das machen wir doch einfach mal. Kriegen wir zwei Bomben, kriegen hier sogar alles Mögliche wieder. Sogar die Safety Cap, wodurch, glaube ich, die ganzen Pillen jetzt auch alle nicht schlecht sein können. Kriegen wir hier noch eine blaues Herz und alles Mögliche. Also das ist ein sehr guter Start für diese Challenge. Und leider genau das Gegenteil, was wir wollten mit dem Lack. Denn umso mehr Lack wir haben, umso höher die Chance natürlich, dass wir Charming Tears machen. Und umso mehr Charming Tears wir haben, umso mehr der Gegner hier greifen für uns an. Und umso besser für uns. Denn wir wollen alle auf unsere Seite bringen mit unserem coolen Charme. Wir sind nämlich schon sehr liebenswürdig. Und wow, wenn man liebenswürdig ist, dann machen Leute auch gerne was für einen. Auch wenn diese Leute tatsächlich nur Monster sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da es halt eine Challenge ist, gibt es natürlich wieder keinen goldenen Raum. Bosse kann man übrigens nicht einfangen mit diesem Pokéball, weil das wäre ein bisschen zu OP. Und ich wollte jetzt eigentlich so lange warten mit dem Pokéball, bis wir ein Monster kriegen, das Sachen spawnen kann. Denn Monster, die Sachen spawnen können, werden auch diese Monster spawnen, wenn man ihn wieder freilässt. Und ich glaube, dann haben wir halt die ganze Zeit unser eines... Unser kleines Pocket-Monster. Nichts anderes heißt er eigentlich Pokémon. Und das wird dann die ganze Zeit für uns Sachen spawnen. Finde ich schon ganz cool. Wir hätten jetzt natürlich eigentlich richtig gut ein Monster mitnehmen können, weil da hinten eine Batterie war. Aber egal. Ist egal, Leute. Ist egal. Ende dieser Challenge ist übrigens bei Isaac, also nicht allzu weit. Das geht, glaube ich. Isaac ist einfach nur die Kathedrale. Ja, wir müssen also nicht mal bis zum Blue Baby. Heißt einfach nur in die Kathedrale kommen und dann ist alles toll. Oh, wir kriegen noch ein Damage ab. Finde ich gut. Sogar 1,7 Damage ab macht das. Okay, hätte ich gar nicht gedacht. Ist aber krass. Jo, noch ein bisschen Geld. Nehme ich auch gerne mit. Und ich hätte jetzt aber doch schon gerne mal einen Gegner, der Sachen spawnt. Irgendwie so ein Spinnspawner oder sowas. Das wär, glaube ich, am perfektesten. Dann würden wir den einfach in irgendeine Ecke tun. Ich glaube, die Gegner würden die dann nicht angreifen. Und dann spawnt das einfach die ganze Zeit Spinnen, die für uns kämpfen werden. Das ist der Plan, Leute. Das ist der Plan. Das Blöde ist, wenn ich jetzt halt in einen Raum mir irgendein Monster hole. Ey, wollen wir ein Mini-Monstro? Komm, wir holen uns ein Mini-Monstro. Huh. Nein, ich will ein Mini-Monstro. Gib mir ein Mini-Monstro. Da kommen... Was? Okay, habe ich nicht verstanden. Wieso kam da jetzt Wendemonster raus? Ich dachte, man kann damit Monster einfangen, aber da kam ja jetzt Wendemonster raus. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Hilfe! Was ist das für ein Spiel? Warte. Wir fangen jetzt mal so ein hier. Das muss ja wohl gehen. Hä? Geht das gar nicht? Da kommen Wendemonster raus. Ist das in dieser Challenge anders geregelt? Wir können auf jeden Fall in jedem Raum das einmal einsetzen. Oh, das ist nicht so, wie der normal funktioniert. Da kommen Wendemonster raus und die kämpfen dann für uns. Okay, interessant. Und man kann den immer wieder einsetzen. Wie geil ist das denn? Dann hat man quasi immer seine kleinen Pokémon. Ich glaube, die können dann auch nicht verletzen, genau. Also Charming-Monster können dann ja verletzen, aber die Pocket-Monster, die man mit seinem Pokéball fängt, die können dann nicht verletzen. Das ist ja witzig und das lebt jetzt so lange, bis es stirbt. Ja, das war ein sehr schlauer Satz, gut gemacht, Dizzy. Der lebt so lange, bis es stirbt. Das ist jetzt natürlich ein recht schlechtes Pocket-Monster hier, dieses komische Arschding. Arschloch. Ist ein Arschloch, oder? Ich glaube, das ist ein Arschloch. Soll, glaube ich, ein Arschloch darstellen. Ein haariges, kleines, pinkes Arschloch. Ja, das kenne ich. Yeah. Genauso wie ein Kommentarschreiber unter meiner April's Fool Challenge. Da hat einfach einer geschrieben, schlecht, Hurensohn. So richtig komisch. Sagt nicht mal, was schlecht ist oder so, einfach nur schlecht, Punkt, Hurensohn. Wurde aber gefiltert, deswegen könnt ihr das sowieso nicht sehen. Wow, doch keine leere Kiste. Das fand ich sehr witzig. Das fand ich sehr, sehr witzig, ja. So, ansonsten kam heute...
je nachdem, wann das Video hier kommt. Kann sein, dass das sehr spät kommt, weil es schon wieder sehr spät ist. Weil ich leider erst wieder um 17 Uhr aufgestanden bin. Was ein bisschen blöd ist, aber gut. Und das auch nur, weil ich meinen Hund abholen musste. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch länger geschlafen. Mann. Auf jeden Fall kam Ultimate Chicken Horse noch raus. Was ein sehr witziges Jump'n'Run-Spiel ist, wer es nicht kennt. Das ist sehr, sehr witzig. Könnt ihr gerne mal reingucken. Mit drei anderen Leuten. Und auf meinem Kanal gibt es ja eigentlich nicht häufig irgendwelche Sachen mit anderen Leuten. Seitdem Tidus keine Videos mehr macht. Mit Tidus habe ich gerne aufgenommen, aber der hat ja nicht lange durchgehalten irgendwie. Naja, kannst du nichts machen. Aber auf jeden Fall, ja, Ultimate Chicken Horse. Ein sehr witziges kleines Jump'n'Run-Spiel, wo man viel lachen kann. Yeah, kauft euch alle Ultimate Chicken Horse. Das ist das beste Spiel ever. Und ansonsten habe ich noch die Nintendo Switch. Nintendo Switch. Okay, wieso greift er mich an? Tatsächlich, was bist du denn für einer? Ich bin dein Freund, ich bin dein Pokémon-Trainer. Ansonsten habe ich die Präsentation von der Pokémon Switch angeguckt, die ja knapp eine Stunde ging, glaube ich. Und die hat mich tatsächlich nochmal überzeugt. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, ob ich mir die... Shit, das war unser erstes Leben, das wir verloren haben. Ob ich mir die wirklich kaufen soll. Das Viech nervt dir gerade so ein bisschen, kann das sein? Und ich glaube, unsere Pocket-Monster leben auch so lange, bis sie tatsächlich sterben. Guck mal, jetzt haben wir zwei. Wie witzig ist das denn? Wir können doch endlich Dinger von denen haben. Ich glaube, die sind sehr, sehr gut. Ja, geil. Das mag ich. Das einzig Blöde bei der Pokémon Switch ist halt, dass man wieder für Online-Gaming bezahlen muss. Das hasse ich schon bei... Die sind recht laut, die Dinger, ne? Das hasse ich schon bei... What the fuck, ey? Bei PS3 und... Das sind meine Gegner. Meine Leute, bei PS3 und Xbox, dass man dafür bezahlen muss. Früher war das nicht so, da musste man nichts bezahlen und konnte einfach online spielen. Beim PC geht's doch auch, da muss man doch auch nicht bezahlen, außer wenn man jetzt WoW spielt oder sowas. Das finde ich halt immer blöd. Klar, man kriegt natürlich ein kostenloses Spiel dann pro Monat, wenn man irgendwie für Online-Geld bezahlt. Das ist ein normaler Gegner. Willst du mich verarschen? Das ist doch kein normaler Gegner. Oh mein Gott, was ist das hier? Ich mag diese Challenge, die ist sehr witzig. Es ist sehr, sehr witzig. Oh Gott. ich finde das so dämlich. Ja, der spawnt sogar Sachen. Sorry, ich kann mich gerade voll nicht konzentrieren. Es tut mir richtig leid. Das ist viel zu witzig. Guck mal, der spawnt einfach ganz viele von diesen komischen... Gehirn. Wie witzig ist das denn? aber der Controller hat mich sehr überzeugt bei der Pokémon Switch, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Damit soll man ja sogar irgendwie erkennen können, wie viele Eiswürfel zum Beispiel in einem Glas sind oder sowas. Dass der so gut programmiert ist, dass man quasi durch Haptik im Controller und durch Sounds, das wird zu witzig hier gerade, dass man da dann mitbekommt, was da drin ist und sowas. Das fand ich sehr interessant, deswegen werde ich mir die wahrscheinlich auch kaufen, auch wenn sie natürlich 300 Euro kostet. Ich hoffe, dieses One-Two-Switch, was auch vorgestellt worden ist, was perfekt für diese Controller ist und was man alles mit der Wii U machen kann, das ist so ein kleines Partyspiel, wie damals Wii Sports, würde ich mal sagen, für die Nintendo Wii. Ich hoffe, das ist dabei, dann ist der Preis von 300 Euro auch recht okay. Ich glaube, sogar in Deutschland wird es noch ein bisschen teurer sein, mit 330 Euro oder so. Die haben nur für Japan und für USA die Preise gesagt. Bei Amazon gibt es die, glaube ich, gerade für 330 Euro. Deswegen wird sie wahrscheinlich so um die 330 Euro kosten. Aber wenn da die One-Two-Switch dabei ist, diese Dinger sind viel zu laut, dann würde ich sie mir auf jeden Fall holen. Auch wenn man natürlich nicht online spielen kann. Beziehungsweise ich zu geizig bin, um für Online-Modus Geld auszugeben. Das ist viel zu dämlich hier. Jetzt habe ich auch noch zwei von diesen Dingern. Was ist das? Die sind der erste zu laut. Und zweitens verschwinden sie nicht und machen die ganze Zeit Geräusche. Oh Gott, hoffentlich hört ihr mich noch. Hilfe! Das ist so bescheuert. Habe ich die Challenge kaputt gemacht oder soll die wirklich so sein? Hilfe. Ah, ist das dumm. Hier, noch mehr Pocket Monster. Alle auf ihn. Ist das alles dämlich. Oh, ich habe Spaß. Nein, meine ganzen Pocket Monster sind tot. Die hätten einen eigentlich blindfolded machen können. Und immer wenn das Pocket Monster tot ist, dass man dann einfach immer sein Pokéball wirft. Das wäre auch schon voll okay gewesen. Oh, wird natürlich ein bisschen länger dauern, die dann alle zu töten. Aber dennoch. Ach, das ist aber eine sehr schöne Challenge. Im Gegensatz zu der April's Fool Challenge. Die fand ich nämlich sehr, sehr langweilig tatsächlich. Aber anscheinend suchen das gerade sehr viele bei YouTube. Denn da habe ich gerade sehr viele Aufrufe bekommen. Komischerweise. Naja.
Diese Challenge ist auf jeden Fall sehr gut. Da gibt es einen Pluspunkt für den Edmund auf jeden Fall. Oh, da könnt ihr mir gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie gut er diese Challenge findet. Von 0 bis 10, 0 das schlechteste, 10 das beste. Ich würde dir auf jeden Fall eine 10 geben, denn ich habe sehr viel Spaß daran gerade. Vor allem mit diesen beiden Dingern, die da eben waren und immer hin und her geswitcht sind. Und sogar ganz viele Gehörde gespawnt haben. Die waren ja wohl sowas von OP und haben die ganze Zeit komischen Sound gemacht. Holy moly. Okay, aber jetzt erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Aber nur ein bisschen. Wir verlieren nämlich gerade wieder viel zu viele Leben. Aber das war eben sehr schön. Das fand ich gut. Und ich hätte trotzdem noch gerne... Oh, irgendwie ein bisschen Luck up. Denn wir haben gerade einen Luck up von minus 1. Und dadurch sind unsere Charming-Tiers natürlich nicht so geil, wie sie sein könnten. Und ich bin leider auch wieder ein bisschen krank, weil es bei uns draußen schneit. Und ja, wenn es draußen schneit, dann werde ich halt mal öfters krank, ne? Ich schlafe ja auch immer mit offenem Fenster und deswegen... Oh, da ist ja noch ein Gegner. Deswegen sehr easy für mich krank zu werden. Hä, wieso... Die explodieren einfach? Hallo. Oh, der ist süß. Der brennt sogar. Hi, da. Ein kleiner Tank, der mich hier beschützt, finde ich immer gut. Finde ich gut, so kleine Tanks. So, hier, ich habe noch einen Pokéball für dich. Nimm ihn einfach und verschwinde. Ah, ja, drück ihn. Komm, kuschel. Oh, da kommt sogar so ein Typ raus. Hä, dieser Pokéball ist viel zu OP. Vor allem, wenn man ihn einfach in jedem Raum einsetzen kann. Das ist normalerweise, glaube ich, nicht so, oder? So wie er jetzt gerade funktioniert, funktioniert er, glaube ich, eigentlich nicht. Okay, alles gut bei dir, Tragosso? Hi. Okay. Ich habe euch auch beide lieb. Okay, kommt mal mit in den nächsten Raum. Ist das bescheuert? Oh, Mann. Gut, was haben wir hier? Eine Pille. Friends CCN. Schon unsere dritte Friends CCN-Pille. Finde ich gut, finde ich gut. Oh, das ist viel zu bescheuert hier alles. Sage ich gerade viel zu häufig, aber es ist mir egal. Es ist halt so bescheuert. Aber es macht Spaß. Also, wenn ihr diese Challenge noch nicht gespielt habt, wenn ihr Afterbirth Plus nicht habt, dann kauft euch Afterbirth Plus nur für diese eine Challenge. Und spielt sie 1000 Mal. Ihr werdet Spaß haben. Oh, Mann. Das ist viel zu cool. Viel zu cool. Pokémon. Apropos Pokémon, falls ihr mein Pokémon Let's Play von der Game Edition noch nicht gesehen habt, holt es jetzt nach. Ist ein sehr schönes Let's Play bestimmt. Wir sind gerade in Lavendia Town und, also bald, oder ja, doch jetzt. Und das wird alles ganz toll und super, ja. Okay, was haben wir hier? Ein Shop. Schon wieder diese komische kaputte, Ur ist der Name. So, wir holen mal ein Little Baggy. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie mal ein Luck up. Luck up? Health down. Ist ja öde. Egal. Wer braucht schon Luck up? Wir nicht. Nein. Und wir haben noch ein zweites Leben. Also eigentlich können wir uns sogar umbringen. Dann würden wir jetzt als Lazarus 2 spawnen. Und würden dann, weil wir es ja schon freigeschalten haben, denke ich mal, die ganze Zeit looten. Auch wenn wir noch nicht getroffen worden sind. Das wäre natürlich schon cool. Allerdings würde ich ungern meine Leben jetzt aufgeben. Aber wenn wir irgendwie einen Devil Deal bekommen, wo die Chancen gerade nicht sehr hoch stehen dafür, dann könnten wir es eigentlich mal wagen. Dass wir uns dann selber umbringen und halt zu Lazarus 2 werden. Denn Lazarus 2 ist ja, glaube ich, auch noch ein bisschen stärker als Isaac, oder? Also die Statistiken gehen da, glaube ich, zumindest ein bisschen hoch. Also dich kann man mal in Erwägung ziehen, auf jeden Fall. So, hallo kleiner Scheißhaufen. Dotru. Na, Dotru. Geht's dir gut, Dotru? Der zerquetscht einfach alle, unser komischer Typ hier. Der mag Scheiße, der mag die gerne knuddeln. Aber Scheiße ist ja auch schön warm und... glitschig. Und wer mag nicht glitschige, warme Sachen? Also ich mag glitschige, warme Sachen. Und ich kenne auch keinen, der keine glitschigen, warmen Sachen mag. Zum Beispiel so ein Känguru. Kängurubeutel. Der ist auch warm und glitschig. Ja, wenn ihr das noch nicht wusstet, so ein Kängurubeutel ist tatsächlich glitschig von innen. Was mega eklig ist. Aber es ist halt irgendwie auch ein Organ, der Beutel. Der ist nicht einfach nur so außen dran, sondern das ist tatsächlich ein Organ. Also wenn du da reinfasst, dann ist das nicht alles so schön fällig und schön weich und kuschelig, sondern dann hast du erstmal so eine geile Schleimspur in deiner Hand. Ist nicht ganz so geil, aber witzig ist es auf jeden Fall. Und genauso fühle ich mich jetzt auch hier. So. Okay, wärst du mich jetzt... Oh Gott, wir haben einen Verfolger! Nein! Geh bitte weg! Ich mag das nicht, wenn du so aufdringlich bist. Nein, bitte... Der lebt unendlich! Wie gut ist das denn? Oh, doch nicht. Okay, never mind. Er hat doch nicht unendlich gelebt. Da hier. Los, fress ihn auf. Fress ihn einfach auf. Oh, wie ein Gabi-Item? Okay, diese Challenge ist sehr merkwürdig und sie verwirrt mich mehr und mehr. Wieso kann man ein Gabi-Item bei normalen Boss bekommen? Das ist doch gar nicht möglich, oder? Und Krampus ist doch wohl auch kein normaler Boss. Okay, ich bin...
Ich bin sehr verwirrt. Diese Challenge ist sehr komisch. Ich wundere mich gerade, warum wir neben diesem Challenge-Teil auf der linken Seite, unter unserem Schlüsseln, ein durchgestrichenes Errungenschaften-Symbol haben. Heißt das, dass wir keine Errungenschaften mehr bekommen können? Sind die Mods vielleicht doch noch an? Das wäre sehr traurig, denn dann müsste ich diese Challenge nochmal machen. Obwohl, die wär gar nicht so traurig, denn diese Challenge ist sehr witzig. Aua. Bitte tu mir doch nicht so doll weh. Und du bitte auch nicht. Ach man, aber diese Pokémon sind sehr cool. Es ist so süß. Ich würde aber gerne nochmal diesen Charger-Typen haben. Den fand ich sehr witzig, vor allem, dass wir zwei hatten. Das war sehr gut. Nehme ich überhaupt auf? Ich hoffe, ich nehme auf. Ich sehe es nämlich gerade nicht, ob ich aufnehme. Oh, aua. Okay, wir müssen aber trotzdem irgendwie mal auf unsere Leben achten, denn wir haben nur noch drei, was nicht allzu viel ist. Oh, da dachte ich, der Dark One wäre mein Friend. Was? Zwei von denen? Oh, das ist natürlich schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Vor allem, wenn beide einen Laser machen. Brimstone, wenn sie ihren Brimstone machen. Da haben sich nämlich auch sehr viele aufgeregt, dass ich immer Brimston sage, obwohl es Brimstone heißt. Brimstone. Ein brimmender Stein. Oh, shit, ich verkacke hier. Oh, nö. Aber ich werde jetzt mal lernen, dass ich Brimstone sage, auch wenn... Ich mag Brimston eigentlich lieber. Könnt ihr mir ja auch nochmal schreiben in die Kommentare, was ihr da besser findet. Es haben sich jetzt auf jeden Fall schon mindestens 4 Leute beschwert, dass ich immer Brimston sage. Statt Brimstone. Heißt Brimston. Brimstone, oder? Oh Gott, da fängt schon wieder an, Leute. Goldenes Herz. Geil. Das erinnert mich an die April's Fool Challenge, wo man einfach nicht sterben konnte wegen diesen goldenen Herzen. Okay, wir haben es gleich schon geschafft. Wir sind, glaube ich, jetzt schon in der Marms-Ebene. Allerdings haben wir nur 2 Leben. Das ist nicht allzu viel. Und ich habe auch sehr, sehr viele Custom-Challenges. Die kommen anscheinend auch sehr gut an. Sehr, sehr viele Custom-Challenges zugeschickt bekommen. Das war einfach ein Kommentar, den ich bekommen habe von Chaos Master, hieß der, glaube ich. Der war original. Ich musste einmal runterscrollen, damit ich, also einmal ganz runterscrollen mit meinem ganzen Bildschirm, damit ich den ganzen Kommentar überlesen kann. Und er meinte halt ein... Wie süß ist das denn? Oh ja, tätschel mich. Oh, ich liebe das. Ja, tätschel mich. Ich bin deine Schlampe. Oh ja. Okay. er meinte, er hat 1,5 Stunden für den Kommentar gebraucht. Und das glaube ich sogar. Das glaube ich sogar. Da hat er mir auf jeden Fall, ich glaube, 6 oder sogar 7 Challenges oder sowas geschrieben. Habe ich mir auch alle gespeichert. Also da werden dann in nächster Zeit auch Custom Challenges gut kommen. Allerdings wollte ich jetzt erstmal hier die ganzen normalen Challenges von Afterbush Plus machen. Denn da schaltet man schöne Sachen frei. Und ich möchte schöne Sachen haben. Ich mag nämlich schöne Sachen. Schöne Sachen sind doch recht schön, möchte ich mal behaupten. Ja, 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 gib's ihnen. Oh, schlag sie alle. Oh, ja. diese neuen Bosse. Oh, ich habe viel zu viel Spaß an dieser Challenge. Au. Wie, das war nicht meiner. Das war doch meiner. Wieso hat er mir wehgetan? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Diese Challenge ist sehr... Oh, ich sterbe. Oh, ich sterbe wirklich. Cool, halbes Leben. Okay, schlag ihn. Hä? Schlag ihn, hit ihn. Gib ihm Tiernamen, kratz ihn ein bisschen. Come on, du schaffst das. Ich glaube... Ja, ja, schlag ihn. Schlag ihn doch. Na gut. Selbstmordattentäter hat's geschafft. Alles klar, perfekt. Wir haben zum Glück hier überall noch ein paar Herzen. Das ist so süß. Guckt euch das an. Ja! Okay, es tut mir leid. Ich habe wirklich zu viel Spaß mit dieser Challenge. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen ernster bleiben. Leute, Ernsthaftigkeit. Wir sind ich bin ein Channel, der von Ernsthaftigkeit lebt. Deswegen müssen wir ein bisschen erwachsener bleiben, ja? Ich hatte neulich Geburtstag, ich bin jetzt erwachsen. Von dem her müssen wir auch erwachsen bleiben und erwachsene Dinge tun. Wie zum Beispiel den Bart rasieren oder Bier trinken oder in den Puff gehen. Ja, sowas muss ich machen. Statt hier Spaß zu haben. Spaß haben geht schon mal gar nicht. Wir müssen auch... und so. Ja, hallo. Wie geht's denn so? Au. Nein, mein schöner Devil-Deal, den ich sowieso nicht haben wollte. Aber dennoch, mein schöner Devil-Deal. Doch, hätten wir eigentlich mitnehmen können, so ein Devil-Deal. Dann hätten wir uns nämlich wieder umbringen können. Und dann wären wir Lazarus 2 gewesen. Wäre eigentlich schon recht nett gewesen. Wow. Und, weiß einer von euch, warum ich komme? Jetzt habe ich eine 11%ige Wahrscheinlichkeit auf einen Devil-Deal. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe... Geht die wieder um 35% hoch? Warum? Checkt das jemand von euch? Ich nämlich nicht. Ich kapiere ja das alles nicht. Aber diese ganze Challenge ist sowieso so aufgebaut, dass ich sie nicht verstehe. Aber sie ist witzig. Und alles, was witzig ist, macht Spaß. Und alles, was Spaß macht, habe ich gern. Sir. Komm. Ja, oh nein. Nein, mein kleines Hentai-Ding ist weg.
Oh, jetzt bin ich traurig. Ich hatte dieses kleine Hentai-Ding sehr lieb. Ich hatte es sehr lieb. Aber wenn ich jemals nochmal diesen Pokéball bekommen sollte in einem normalen Run, oh Gott, dann werde ich mir auf jeden Fall nochmal so ein Hentai-Teil holen. Ja, da ist es wieder. Hi! Die sind so witzig. Hilfe. Och, Mann. Das ist witzig. Das finde ich toll. Hat sich das eine Portal hier gerade wieder selbst vernichtet? Ich glaube schon. So, wollen wir mal in den Shop reingucken? Wir haben einen sicher genug Schlüssel und alles. Hier, du mal kaputt machen. Wir könnten sogar... nee, das nehme ich nicht mit. Wir könnten sogar versuchen, Gabi zu werden. Wird aber sehr schwer, weil... Warte, ich hole nochmal die Batterie, damit wir ein paar mehr Pokémonster haben. Hui! Geil. Was habe ich eben gesagt? Achso, wir können Gabi werden, aber wird schwer, weil wir kein Devil Deeds bekommen werden. Obwohl unsere Chance natürlich bei 56% ist, was gar nicht so kacke ist. Komischerweise. Die steigt auch andauernd. Richtig mehr... Oh, ganz viele Pokémons! Ja, komm, gib mir alle! Gib mir alle! Ich will sie alle haben! Ich will sie alle haben! Okay, das tut uns auch nicht weh. Cool, wir kriegen richtig die OP'n Pokémons. Und den können wir sogar nutzen, um nach Super Geheimraum hier zu suchen. Weil uns wird er ja keinen Schaden machen. Wie geil ist das denn? Ja, tötet alles, meine Pokémons! Alles! Wir cheaten hier übrigens voll mit den Pokémons, weil eigentlich darf man immer nur ein Pokémon zur Zeit draußen haben. Ganz schön elendig hier von uns. So. Das Schwere ist halt auch zu erkennen, welche Pokémon einem gehören und welche nicht. Klar, dabei könnte helfen, dass unsere Pokémons... Ih, ist das Ding hässlich. Dass unsere Pokémons Herzenübersicht drüber haben. Aber, ja. Ich bin nicht Isaac, ich bin der beste Pokémon-Trainer der Welt. Also nenn mich auch so. Okay, wir sind aber an sich sehr schwach. Ich hoffe, ich sterbe hier nicht. Würde ich als Lazarus 2 hier drin spawnen oder außerhalb? Weiß man auch wieder nicht. Guck mal, diese Fliege gehört auch mir. Die hier. Die blaue. Aber man sieht es nicht, ob es meine ist oder nicht. Sehr komisch. Das Ding gehört auch mir? Nee, das gehört nicht mir. Okay, alles gut. Ich glaube, es ist Pokémon. Oh. Nein, ich sterbe. Ah! Ich will nicht sterben. Bitte lass mich nicht sterben. Okay, kurz mal Konzentration. Dann mit einem halben Leben. Oh, das ist ein netter Gegner. Mit einem halben Leben ist man sehr schnell tot. Nein! Spawn ich bitte hier drin? Okay, spawn wenigstens hier drin. Hab aber allerdings nur noch ein Leben. Das ist halt nicht so geil. Okay. Kannst du bitte sterben? Danke. Holy moly. Das war viel zu knapp. Ein halbes Leben hatten wir noch. Puh, okay, wir müssen zu Isaac. Das heißt, wir müssen sowieso das Polaroid mitnehmen. Wir sind minimal zu langsam für den Bosswash, den wir sowieso nicht hätten machen können. Jetzt haben wir nur noch ein Leben. So schnell geht das, dass ich einfach sterbe. An der blöden Mom. Oh, nö. Na gut, dann können wir die Challenge einfach nochmal machen. Da habe ich jetzt auch nicht so viel gegen. Weil die eigentlich sehr witzig ist. Aber trotzdem, eigentlich wollte ich jetzt nicht sterben. Oh, explodiert er? Der explodiert tatsächlich. Geil. Okay, ein Hit und wir sind tot, sagt ihr? Okay, dann sollten wir eventuell ein bisschen aufpassen. So, los. Mach deinen Brimstone. Deine Brimstone-Attacke. Nice. Gut gemacht. So, da ist er schon wieder tot. Oh Mann. Ich hätte zumindest gerne ein blaues Herz. Okay, go. Meine kleinen Fliegen. Greift ihn an. Fresst das Fleisch auf. Kriegt ihr das nicht hin? Was? Okay, wie schwach sind denn bitte die Fliegen? Okay, selbstmord an, Täter. Du schaffst das. Sehr gut. Sind hier vielleicht Herzen? Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Mal gucken. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Solange kein Gegner in mir drin ist, spawnt, sollte das eigentlich... Oh Gott, gut machbar sein. Viel zu viel Zeug. Zu viel Zeug auf dem Bildschirm. War vielleicht keine schlaue Idee, hier reinzugehen. Bitte ein Herz, kein Herz. So. Bitte, nein, I can see forever nur. Mann, ich will ein blaues Herz haben. Okay, Loki.
Ich mag das nicht, wenn das so knapp ist. Eben hatte ich zumindest noch mein zweites Leben mit Lazarus 2. Oh nö, come on, stirb einfach. Noch eine dritte Welle, natürlich noch eine dritte Welle. Hier, komm her. Wow. Okay, dann ist fast unser Ding selbst getötet. Das ist ein bisschen kacke. So, komm her. Okay, haben wir überlebt, alles gut. Blaues Herz vielleicht? Nein. Aber wir haben eine Icon-C Forever-Pille, das heißt, hoffentlich ist hier... Oh nein. Irgendwas Schönes. Der kann einfach ein Little Dingsbums spawnen, Little Monstro. Die Sache ist halt, jeder Hit tötet uns. Jeder verdammte Hit tötet uns. Oh, unter anderem auch diese Hits. Oh Gott. Bitte, kann irgendwas bitte sterben? Irgendwas? Okay. Bitte eine... Zwei Herzen... Dingsbums. Oh Gott. Das ist viel zu knapp. Wir haben halt nichts. Wir haben gar nichts. Oh nein. Das war assig. Shit. Gut, das war die Challenge. Haben wir leider nicht geschafft. Das war sehr schlecht. Das war sehr schlecht am Ende hin. Zum Ende rum. Also die Challenge ist, dass einfach sehr viel Zeug auf dem Bildschirm ist. Dass man dadurch nicht so viel sieht vielleicht. Vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit meine Pokémon oder Pokémans spawnen. Aber egal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge. Wir werden es irgendwann nochmal probieren. Vielleicht auch in einem Stream. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.